Ich habe hier gerade einen richtig fetten Haufen Obsidian gefunden. Wir sind ja auch keine Firma, also es ist ja, wenn es ja jetzt irgendwie nicht, das ist ja, wir verdienen ja auch kein Geld mit dem Podcast, deswegen kann man es ja dann kann man ja dann auch sagen, können wir den Leuten auch kein Honorar zahlen. Rocket Pack damaged. Ich sollte vielleicht mal ein paar Fackeln hier aufhängen, damit ich mal was sehe beim Bauen. Ja, das würde nicht schaden. Wie gesagt, ich bin in der Mine. Ich mache noch richtige körperliche Arbeit. Ja, ich habe gerade jetzt nicht so viel gebracht. Ich noch die zwei Lampen habe ich hier noch, die bringen ja einiges. Ich habe jetzt einen richtig fetten Haufen Fackeln. 32 Stück. Sehr schön. Die Lampen sind wirklich wahre Wunder hier. Großer Gott. Du musst ja auch solche Lampen besorgen, wie ich hier habe. Ja, ich habe die ja schon frei. Ich baue die nur nie. Die ersetzen halt 5 bis 10 Fackeln oder so. Die erleuchten halt einen halben Raum gleich. Eine einzige. Ist halt hell. Ja, am Mittag. Perfekt. Dann können die Krabben mal am Hintern lecken. So. Na los, kommt. Viel Spaß im Sonnenlicht, die Idioten. Eins. Ich bin gespannt, ob das mit der Röhre dann funktioniert. Wahnsinnig gespannt. Der backt. Schön. Ob der Spaß hier aufgeht. Nitrocaster besiegt. Ja. Na, ich bin hier gleich. Fackeln sind so viel besser. Brauche ich, um das Wasser abzubauen, brauche ich dazu einen Eimer für oder hätte es einfach ein Klotz Wasser abbauen? Ja, oder zwei oder drei oder vier. Du brauchst auch für eine unendliche Wasserquelle eigentlich nur einen Block. Ist ja gut. Ist ja nicht so wie in Minecraft. Gott sei Dank. Ist ja hier nicht Minecraft. Ich meine, das ist ja alles sehr schwieriger. Schwieriger nicht, aber besser. Komplexer. Na, besser weiß ich nicht. Manche Sachen sind hier wirklich schöner. Das ist mal ein Haufen. Wie zum Beispiel, dass man Glas nicht zerbricht, wenn man es wieder einsammelt. Ist ja auch eine. Ich meine, es ist logisch. Wenn man Glas zerbricht, wenn man es wieder. Wenn du irgendwo eine Fensterscheibe einbaust und die dann. Na gut, wenn du die rausbaust, wenn du vorsichtig bist, dann kannst du die auch rausbauen, aber. Glas zerbricht halt, wenn du dran rumdokterst. Oh, neues Glas. Wir sind fast auf Lava-Höhe. So, du bist auf Lava-Höhe. Ich bin oben in den Wolken. Das friere hier. Und ich bin gestorben. Das sehe ich. Ein Warmwurm. Glas noch und alle. Sehr schön. Muss ja raus, wenn ich Glas crafte. Wenn ich es rausfinde, sage ich es dir. Ich vermute Sand und Dings. Was wollte ich überhaupt noch mal? Ich wollte Teleporter bauen am Ende, ne? Ja. Sehr schön. So, das hier ist einigermaßen hell. Und eine Werkbank braucht man hier auch nicht. Das ist auch sehr schön. Im Gegensatz zu Minecraft kann man alles bei sich. Take all, take all, take all, take all.
Und die paar hier noch. Glas. Ups. Ich kann auch gar kein Glas. Woher habe ich denn das Glas? Wahrscheinlich aus einer Kiste. Dann kann ich den. Kann ich den Wasser. Die Wassersäule aber auch nicht fertig machen. Ich könnte mir erstmal Wasser holen. Dann ich versuche schon gerade den Miro umzubringen. Alter. Das hast du geschafft. Nee. Nein. Das Miro hat dich umgekehrt. Alter, was sind das Scheißviecher? Scheißviecher, die Mordi killen. Vielleicht sollte ich auch nicht ohne Waffe drauf einschlagen, aber ist ja egal. Tja. Kann man darüber nachdenken. Ich hole dir gerade so Obsidian für die ganze Rüstung und Teleporter und so weiter. Sehr schön. Hast nicht schon einen Teleporter? Nein. Ich habe einen Teleportstein, aber ich brauche einen Teleporter, um zwei Orte zu verbinden. Mhm. Damit wir auf Erkundung weiter weggehen können. Okay. So. Und das war der Miro. So durch den Po des. In den Arsch des Zwerges hier hinein. So, und schnellstens wieder weg. Ah, die Kohle brauchen wir jetzt nicht. Ach komm schon. Zur Sicherheit baue ich das Ding mal kurz zu. Ja, sonst passiert nämlich genau das. So, wir haben wie viel Obsidian? Wir haben jetzt 126 Obsidian. Sehr schön. Beziehungsweise Obsidian-Erz, das heißt, es sollte etwa die doppelte Menge an Barren rauskommen. Mordi der Minenarbeiter. Mhm. Ah ja, Obsidian und. Oder? So, mal schauen, ob das mit dem Wasser jetzt klappt hier. Ich glaube, wir haben nicht genug Kohle. Ich werde mal nicht alles verbrauchen, sondern werde mal auf Holz wechseln. So. Na toll. Mal die dreimal darfst du raten, was mit dem Wasser passiert ist. Ist ausgelaufen. Nö, erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, dass ich hier erfroren bin oben? Ist eingefroren. Jep. Das kann ich mir hier nur noch durchs Eis graben. So, was brauchte ich jetzt für den verdammten Teleporter? Du, daran habe ich nicht gedacht. Hast du zufällig Lava mit dabei? Könnte man vielleicht noch eine Lavaschicht draus machen. Ah, so geht's auch. Ja. Und einen Schleimblock. Sonst lege ich hier unten einen Schleimblock hin. Toll. Hast du einen Schleimblock für mich? Ich habe 13 Schleimblöcke. Nimm mir mal zwei, drei davon. Kann ich damit vielleicht. Dann werfe ich die kurz hin. Kann ich die vielleicht für das Projekt nutzen? So funktioniert es vielleicht auch. So, Obsidian. Obsidian Slabs. So. Ich bin jetzt gerade bei deiner Zone. Naja, ich bin in der Mine unten und crafte. Oh, dein Haus. Hübsch. Noch nicht fertig. Ach, das ist dein. Ach, das ist dein Ding. Ach, hier unten bist du oder was? 390 Stein. Ja, ich bin unten drin, logischerweise. Nicht gerade am Abbauen war. Okay, nee, ich bin da gerade in was anderes reingeraten. Und was hatte ich hier noch? Ja. So. Ach, in dieser Mine bist du drin. So. Modi craftete Teleporter. So, komm mal zu dir runter. Ne, die habe ich tatsächlich. Hey Modi. Ja. Hallo Schleimblocks. Moment. Einfach ins Geschenk packen. Als Geschenk einpacken. Ja, ja. Sehr schön. So. Dann benutze ich das gerade mal.
Es wird übrigens schon wieder nachts. Falls du schlafen gehen willst. Wegen den Monstern und so. Baue noch eben Stone Rods, dann kann ich das Zeug fertig machen und kann den Teleporter machen. Können wir zumindest ein Gebiet fertig erkunden. Beziehungsweise ein weiteres Gebiet erkunden. Brauche ich eigentlich für Obsidian-Rüstung? Dinge, die ich bereits besitze. Perfekt. Lederbrüste, ich habe Okay. okay, den habe ich oben. Machen wir hier einen Schlammblock hin. So. Teleporter, so. Vier Teleporter, das heißt, jeder von uns kann zwei Gebiete erkunden. Sehr schön. Oder wenn wir uns aufteilen, dann können wir sogar noch mehr hinkriegen. Wenn ich dann irgendwann wieder Glas habe, dann kann ich das hier noch zu Ende bauen. Boink. Ja, ich werde jetzt erstmal auf die Suche nach einer Wüste gehen. So funktioniert die Glasröhre dann doch noch. Boink. So, ich bin im Bett. Sekunde. Ja, übrigens fast schon 9 Uhr. Am Spiel. Nicht schlecht. Doch, wir haben 20:53 Uhr. Ja, ist noch nicht 3, 0 Uhr. Bis 0 Uhr spielen? Nee, nicht bis 0 Uhr spielen. Spielen bis 21 Uhr wahrscheinlich. Ja gut, also noch 7 Minuten. Ja. Boink, boink. So, jetzt muss ich nochmal und runterkommen. Aus dem Zweck rausfinden. Jetzt raus. Den Zwerg zwischen die Beine. Sleeping. Perfekt. Dann, wo packe ich den Teleporter am besten hin? Ich würde sagen, in diese Ecke hier. Oh, das ist sogar ein sehr kleines Ding. Cool. Komm gleich zu dir, dann können wir mal die Teleporter anschauen. Der ist nicht großartig anders als der andere. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, wie man da runterkommt. Mein So, ich Orcus-Pack wollte ist broken. den Rest von dem Zeug machen. Sollst du vielleicht Ich erstmal mal mit dem das da Diamant irgendwie sperren? hin. Dass man aus den Beinen des. Miro-Augen. Du hast nicht zufällig gerade Miro-Augen dabei, oder? Miro-Augen. Ja. Du hast doch zwei von den blauen Dingern gekillt. Ich glaube nicht, dass ich die dabei habe. Sieht nicht so aus. Schade, da muss ich noch ein bisschen farmen. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Ich könnte kotzen. Was packe ich hier noch alles rein? Das hier ist noch einigermaßen Natur. Das hier Holz, Aha. Schlamm, das Zeug, Dreck. Schnee nicht. Stalaktit und Obsidian bringe ich kurz runter in die Mine. Wenn ich hier eine Tür einbaue, kann man hier einen super Eingang basteln. Mach das. Hier kann ich den ganzen Stein Jetzt loswerden. craften. Ich vergesse immer, dass wir keine Werkbank haben. Hier kommt die andere Peakstone kann rein.
Jetzt habe ich mich tatsächlich 2 Stunden lang in diesen Berg reingebaut, in diesen Zwerg. Interessant. Keine schlechte Leistung. Oha. Jetzt habe ich jetzt ziemlich viel freigeschaltet, nachdem ich die Tür gecraftet habe. Jetzt haben wir hier eine gefährliche Tür. Geht's hier rein? Jetzt bräuchte ich nur noch mehr Leitern, damit wir da hochkommen. Jede Menge Leitern bräuchte ich jetzt hier. So, dann mache ich mir kurz Heilung rein. Dann kann ich auch eigentlich schon. Luxury-Lamp kann ich jetzt herstellen. Interessant. Eine luxuriöse Lampe kann ich jetzt herstellen, wie so eine kleine Zimmerlampe. Kann man sich so richtig häuslich einrichten hier. Ein majestätisches Bett kann ich mir auch bauen. Ich töte jetzt das Dinger. Ja, richtiges Mobiliar habe ich jetzt hier freigeschaltet. Wenn so ein richtig schönes. Dann brauche ich noch ein bisschen rote Farbe und ein Iron Slab brauche ich noch dafür. Kann ich mir so ein richtig königliches Bett bauen. Was ich hier so freischalte. Ein Schrank und so weiter, ein Kronleuchter, kann ich mir einen Sessel. Das ist ja wirklich. Kann ich mir wirklich ein luxuriöses Apartment hier einrichten. So, aber erstmal Leitern würde ich machen. Und 3 Augen sogar. Woodrotz brauche ich dafür. Habe ich denn noch Wood? Ich habe keine Wood mehr, ich muss Bäume abbauen. Und ich habe ein gutes Schwert. Hast du ein bisschen Holz übrig? Und Eisenschwert. Hast du viel? Habe ich gerade irgendwo oben in meinen Kisten. Kann ich mir da am besten was von klauen? Nö. Ja, nimm die ruhig. Ich wollte gerade gucken, ob ich selbst was habe. Vielleicht habe ich ja selbst was und muss nicht klauen. Ja, ich glaube, sind die anderen und alles nur Miro-Augen. Guck mal, nochmal, dass da noch ein paar sind. Wie ich mein Messer gleich ausprobieren kann. Nö, ich habe hier kein Holz mehr. Ah, da ist ja noch einer. Muss mir was von dir klauen. Ah, doch, hier habe ich. Reboot habe ich ja noch. Vielleicht kann das. Vielleicht zählt das auch. Dude. Versuch's mal mit Reboot. Vielleicht funktioniert das. Sekunde, ich kann nämlich doch bestimmt teleportieren. Oh, ich nehme noch Leder. Leder habe ich oben. Bin ich einigermaßen safe. Noch einigermaßen gut ausgerüstet, um auf Erkundungstour zu gehen. Das machen wir dann aber erst im nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme. Das gilt für dich, ich werde mein Zeug schön offscreen machen. Ja, kannst du auch offscreen machen, meinetwegen. Erinnert dich ja niemand dran. Ja, dein Zeug besteht ja nur aus Bauen. Ja, ich habe auch nichts anderes vor. Ja, ich hole die Ressourcen und mach das ganz spannende Zeug, du baust. Ja. Was spricht dagegen? Prinzipiell nichts, außer dass du vielleicht Content willst. Ja, ist auch Content auf seine Art. Jeder wie er will. So, Leder ich mir von den Kisten. Leder? Und. Und tu nicht so, als hättest du mehr Aufrufe als ich. Hab ich nicht. Ich habe gar keine. Ich lade ja auch nicht so. Na, wenn das GTA Roleplay hochlädst, dann hast du wahrscheinlich auf das GTA Roleplay wieder. Du, ich hatte jetzt schon 10 Zuschauer auf einmal. Wow, 10 Zuschauer. Ja, das ist schon ein Meilenstein mehr, den ich erreicht habe, ne? Mhm. Ach, irgendwann wird das auch bei mir was. Ja, spätestens wenn du mit den anderen Lego-Sachen anfängst, die sind auch super beliebt. Immer. Na gut, bei meinen letzten Lego-Hauptplatz-Streams war auch keiner mit dabei.
Das hat auch nichts dran geändert. Ja gut, das ist auch super alt, aber spätestens wenn du halt mit dem neuen Lego Star Wars Ding anfängst. Mal schauen, wann das rauskommt. Da steht ja auch noch kein Veröffentlichungsdatum fest. Ja gut, dann machst du halt den letzten Teil. Den ich mir erstmal kaufen müsste. Erstmal kommt Little Nightmares. Vielleicht bringt das ja noch erstmal ein bisschen. Little Nightmares 2, das ist ja dann auch. Ja, das dürfte brandaktuell. Ich tue das ja, wollen das ja auch ein paar Leute gucken. Das werde ich ja am Release Day vielleicht nicht, aber am Sonntag dann danach oder in der Woche dann. Vielleicht auch am Release Day mal schauen, wie ich es schaffe dann. Ab Februar muss ich dann sowieso nochmal gucken, wie ich das mit den Streams schaffe. Es ist ja schon nächste Woche Februar. Muss mal schauen, weil es ist. Ich bin dann ab nächste Woche wieder. Muss dann wieder Online-Unterricht machen und so. Und dann da wieder. Du findest da schon Zeit. Finde ich doch auch. Gut, ich arbeite auch nicht, aber. In die ersten Tage werde ich danach vielleicht auch wieder. Ist die Frage, inwiefern ich danach ausgepowert bin, dass dann da noch Bock und Energie habe, dann noch zu 4 Stunden zu streamen. Das ist dann. Ansonsten muss man mal gucken, Freitag, Samstag, Sonntag Streams. Dass man halt Wochenendstreams also macht. Zeiten, ne? Das sind die Möglichkeiten. Es wären da noch Möglichkeiten. Ja, die Glasröhre ist jetzt nicht ganz fertig geworden, weil ich noch kein Glas habe. Ja. Oh, Glas mehr, aber ansonsten. So kann ich noch eine Leiter, dann kann man da noch hochklettern. Ja, was ist das? Moment. Irgendwann hier noch Lichter rein, dann kann man sich hier noch ein Bett hinstellen und so. Auf die nächste Ebene. Kann da was draus werden? Kann ich mich hier im Zwerghäuslich einrichten? Oh nein, das war eine Außenwand. Klassiker. Adobe Wall. Gut, ich habe eine neue Area entdeckt. Sehr schön. Nehme ich mal den ganzen Savannendreck mit. Vielleicht bringt er mir was. Ach, Savanne war ich auch schon. Ja, ich guck gerade, was alles schon aufgedeckt ist. In der Richtung wart ihr noch nicht großartig. Wahrscheinlich seid ihr da in der Nähe gespawnt, wo ich gerade bin. Nee, wir sind direkt dort. Ich habe mein das Haus steht auf dem Spawnpoint. Ja. Das, oh, Klotzhaus. Das Klotzhaus steht auf dem Spawnpoint. Ich glaube, das ist das Wüste. Nein, nicht direkt auf dem Spawnpoint, aber daneben. Also es ist 2 Meter daneben. Nee, das ist Savanne. Schade. Oder? So, wie kriegen wir das jetzt mit der Leiter hin? Das ist schon wieder Außenwand. Das ist dumm gebaut. Dumm gebaut der Zwerg. Auf jeden Fall den Teleporter hin. Also muss ich eine Wand hochbauen oder was? Ich habe eine Idee. Oh ja, okay, Strandbiom ist super. Gut, dass ich jetzt nicht mit dabei bin. Ja, kannst du ja wirklich Teleporter kurz kommen, wenn ich den aufgebaut habe. Können wir gleich zum Schluss nochmal machen. Baust nochmal einen Teleporter auf, dann können wir den Schluss des Streams am Strand machen. Das ist richtig gut. Das ist ein kleines Strandbiom direkt neben einer Tonwüste. Sekunde, ich komme gleich. Ja, nur keine Eile. Ich werde erstmal gucken, wie man den Teleporter richtig einrichtet. Dann kriegen wir das. Richt das mal ein. Packen wir ihn einfach mal provisorisch hier hin. So. Sehr schön, jetzt sieht das auch halbwegs gewollt aus. Kann man da irgendwie Items reinziehen? Ah, okay. Cool, aber vielleicht sollte ich dann auch was von hier nehmen, zum Beispiel Sand. Immerhin baue ich jetzt hier in Creativeverse keine Penistürme mehr. Das ist ja. Das ist mein erster Turm, den ich in Minecraft gebaut habe, der sah ja dann ziemlich
Mit der Kuppel, die ich dann oben drauf gebaut habe, das war so ein bisschen, naja. Also mit ein bisschen Fantasie sah das ziemlich falsch aus. Ja, Moment, ich komme gerade zurück. Sieht man ja in den Videos, das ist der Turm sieht so ein bisschen, die Glaskuppel oben drauf, die ist ein bisschen misslungen. Sieht so ein bisschen, ja, schwierig. Ist das jetzt hier angezeigt oder hätte ich mir sonst mitnehmen müssen? Ah, okay, cool. So, jetzt kann ich meine Leiter zu Ende bauen. Dann kommst du mal her. Moment, Dann ich. zeige ich dir mal, wie man oben auf dem Zwerg drauf kommt. Ist wahrscheinlich Ja, alles ein bisschen unlogisch. ich muss erst noch mal rüber in die Wüste. Ich brauche Sand. Hast du Sand dabei? Eigentlich kann man die Leiter auch wieder runter. Ja, ein bisschen Sand habe ich mit dabei. Ja, cool, dann komm mal kurz rüber zu meinem Teleporter. Sekunde, bin gleich fertig mit der Leiter hier. Dann erledigt sich jetzt eigentlich die. Ist ja egal. Jetzt habe ich die Glassäule eigentlich umsonst gebaut. Das ist jetzt eigentlich. Wenn deine Leiter ist, dann kannst du eigentlich die Glassäule auch vergessen. Na, was soll es? Gibt jetzt halt zwei Wege runterzukommen. Kommst du mal kurz gucken? Ich Ja, präsentiere Moment. dir mal meine Werke hier. Ja, ich sehe halt einen Zwerg, ne? Aber von innen sieht es alles noch besser aus. Wo ist der Eingang? Kommst du mal zu mir? Dann zeige ich es dir. So, wo Wir bist du? Ah, sind. hier. Ja, hier ist der Eingang, hier ist die Tür. Ah, So, cool. gefährliche Tür. Geht die Ah. Treppe hoch. Wolltest du zum Wasserturm? Und hier ist eigentlich, da sollte Wasser runterlaufen, aber das ist. Jetzt kannst du von oben runterspringen, dann ist du auf dem Schleimblock. Jetzt kannst du mit der Leiter hoch. Erstmal kannst du dann dort, damit du dann auf dem Ausblick kannst, damit du hast du wunderschönen Ausblick von dort oben. Ja, schön. Hast du ja wunderschön, kannst die ganze Landschaft dir anschauen. Kannst durch den Kopf des Zwerges wieder rein. Vielleicht baue ich mir dann auch irgendwann mal. Dann kannst du dann hier wieder runterfallen. Hier auf der Ebene lässt sich bestimmt dann auch irgendwo noch ein Wohnapartment einbauen. Mit ein bisschen Licht und so weiter. Und dann hier kann ich mich dort Ja, okay, ich bräuchte wohnhaft aber machen. ganz kurz drei Sandblöcke. Also ich komme gleich mit in die Wüste. Oder an den Strand wollten wir gehen. Ja. Hast einen Teleporter aufgebaut. Ja, aber ich brauche drei Sandblöcke zum Connecten. Glaube ich. Ich Ja, weiß nicht hier, genau, ich wie habe viel. hier Sand, ich habe 83. Ja, dann drop mal drei. Ich das hinkriege, Dreie zu trennen. Glaube, das geht gar nicht. Komm die. Ach egal, hier, guck mal. Nimmst du das, nimmst du das, nimmst du das. Hast du drei. Oder so. Perfekt. Dann hoffe ich nur, dass es da auch wirklich funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Na dann, ich folge dir in die Wüste. An den Strand, beziehungsweise. Eins, zwei, drei. Okay. Gut. Funktioniert das schon, oder? Kannst du einmal rein? Aha, Home. The Portals Code. Woodladder? Was? Einfach reinlaufen. Ja, bin ich schon. Lädt gerade. Ach so. Ja, muss ich jetzt hier noch einmal Bin ganz gar nicht kurz. reingelaufen, war zu blöd dafür. So. Ja, Na? das ist der Strand. Das hier ist eine schöne Ich bin noch nicht ganz Bootsinsel. da. Oh ja, hier. I've discovered a new area. Da hinten ist Wüste direkt angrenzend, das ist richtig gut. Oha, das ruckelt bei mir heftig. Noch, das lädt halt. Können wir einen Strandurlaub machen? Können wir uns ein Strandapartment aufbauen? Ja, ich baue hier auf jeden Fall eine Außenbasis hin. Kannst du eine Allerdings nicht Strandhütte? lange. Aber eine hübsche Strandhütte, nicht so ein klotziges, klobiges Ding. Ja, Können wir hier am Strand so ein bisschen. Ach, hier ist auch also Canyon.
Das Canyon-Ebene, links, rechts, Genau, nebendran. Canyon. Wüste, Sand haben wir genug. Wir haben genug Canyonstein für die coolen Sachen. Sehr schön. Können wir am nächsten Stream oder in der nächsten Aufnahme. Weiß nicht mal, ob wir das streamen, ob ich das streame in der nächsten Aufnahme. Aber Nee, lieber nicht. hier haben wir auf jeden Fall ein großes Meer. Ja, genau. Alles eigentlich ideal. Ja, sehr schön. Vor allem im nächsten Stream. Du weißt, dass im nächsten Stream wahrscheinlich hier alles ein Parkplatz ist, ne? Wieso das? Weil du offscreen baust und hier das zum Parkplatz machst. Ach, Ach, schade. und. Nee, bitte die Wüste nicht verunstalten. So, ich gehe noch mal zurück nach Hause. Ja, kannst du ja jetzt. Und Vorerst wird mal den nach Hause. Stream dann auch bei dieser Gelegenheit beenden. Ist schon Nacht geworden, dann können wir noch mal schlafen gehen zum Abschied. Ist noch. Ich baue, Ist ich noch fange nicht an die Nacht. Wüste ab. Ja, viel Spaß dir. Ja, ich brauche Sand, ich brauche Glas. Kann ich bei Gelegenheit deinen Tunnel auch noch fertig machen? Mein Tunnel? Ja, deine komische Glassäule. Ich sowieso genug habe. Ja, wenn du genug Vielleicht Glas, werden. wenn du Glas hast, kannst du das fertig machen. Wasser funktioniert da sowieso nicht, weil es zu kalt ist oben. Und dann kann ich mal irgendwo mein Bett, mein Apartment dort. Ich habe jetzt luxuriöse Möbel, die man irgendwie bauen kann und die Gegenstände dazu hat. Iron brauche ich dafür. Findet man Ja, bestimmt auch das. irgendwie in der Mine. Kann man da Ja, was Tolles draus Eisen machen. finden wir noch. Dann Könnte wahrscheinlich kann ich mir sowieso. luxuriöse Möbel machen. Ich habe hier im Inventar. Nicht im Inventar, im Crafting-Menü, das ist ja hier. Dekorativ Footwall haben wir auch. Hier Majestific Mattress. Also majestätisches Bett. Ja, majestätisches Sofa-Eck. Dann können wir hier richtig einen richtigen Palast sowas bauen. Hier mit dem, also hier ein Kronleuchter und hier eine richtig bequeme Couch. Das ist hier wirklich. Schöne Lampen, das ist hier, kann ich mich hier richtig im Zwerg drin, kann ich mir dann richtig meine Basis einrichten, kann ich mir so richtig schöne Möbel, wenn da überhaupt noch Platz drin ist. Wenn nicht, dann baue ich mich in den Berg hinein. Ja, mach das. Gut. Hier könnte man vielleicht noch zwei Leitern verkraften. Verkraften. So, sehr schön. Dann steige ich noch mal oben auf den Zwerg drauf. Ich bin in der Zeit Sand. Mal sehen, ob Glas rauskommt. Brauchst du wahrscheinlich zum Craften. Wäre nur logisch. Na gut, ich schau mal, was ich mit Glas halt alles freischalte. Brauche ich hier oben auch mal einen Ofen? Was brauche ich für einen Ofen? Da wird es schon wieder Abend. Gut. Und das Zeug habe ich nicht da. Na dann, sag ich mal für den Stream, falls noch jemand zuschaut. Ja, auf jeden Fall Was ein. für die Parts, die ich schneiden und hochladen werde, damit ich nach oben sollte euch gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part mit Modi wieder. Creativerse geht's weiter. Die Wüste wird ein Parkplatz bleiben. Da hat er die Wüste zum Parkplatz gemacht. Bis Ja, man kann laden. zur nächsten Aufnahme. Oh, es Ja, geht und super. dann für den Stream, für Twitch lasst ein Follow da. Wenn ihr Stream-Aufzeichnung anguckt, kommt im nächsten Stream mal vorbei. Oh, holy shit. Es wird Das ist Nacht. viel. Monty, du sollst vorbeikommen und schlafen gehen. Burning Lamp habe ich jetzt freigeschalten. Ah, schön. White Beacon habe ich freigeschalten. Was sonst noch? Gut. Window. Während ich hier oben erfriere, hast du noch was zur Verabschiedung zu sagen, Molly? Ansonsten Glück nicht. Ich bin durch. Molly, dich spreche ich am Samstag wieder. Neue Podcast-Aufnahme. Gott. Ja. Und ja, mein Rocket Pack ist broken. Sehr schön. Gut, dann schicke ich euch in den Warteraum.